Suche unbedingt das Weite, wenn du merkst, dass du in die Fänge von Verkaufsfuzzis geraten bist. Hier drei Indizien. Ja, Herr Schumacher. Ach, Herr Schumacher, was ich Sie nochmal fragen wollte. Ach übrigens, Herr Schumacher, Verkaufsfuzzis fallen dadurch auf, dass sie sehr oft deinen Namen benennen, einfach weil sie glauben, dass sie durch diese Schleimerei schneller deine Unterschrift bekommen. Kein Problem, das haben wir alles geprüft. Ich erledige das alles für Sie, da sind Sie bei uns ganz sicher aufgehoben. Verkaufsfuzzis fallen dadurch unangenehm auf, dass sie alles schönreden. Doch gibt es wirklich ein Angebot, das wirklich zu 100% ideal für dich ist und wirklich keinerlei Nachteile für dich hat? Nein, Verkaufsfuzzis versuchen nur diese Nachteile auszublenden, um schneller deine Unterschrift zu bekommen. Sie mögen doch sicherlich auch Kinder, oder? Gegen ein gewisses Zusatzeinkommen haben Sie bestimmt nichts einzuwenden, oder? Sagen Sie, Sie möchten doch sicherlich auch einen guten Lebensabend erleben, nicht wahr? Mit suggestiven Formulierungen versuchen Verkaufsfuzzis, dir ganz schnell eine Meinung unterzuschieben, nur damit sie wieder schneller verkaufen können.